Hallo und herzlich willkommen zu einem extra Video zur TPL. Ich entschied mich heute dazu, meine Top 5 Kämpfe der TPL, die mir in Erinnerung geblieben sind, vorzustellen. Wie es dazu kam, ich wollte einfach diesen Sonntag trotzdem noch ein Video hochladen, auch wenn der TPL-Kampf schon vorher kam. Ich habe einfach Bock zur Zeit, ein bisschen Videos mehr zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir kommen einfach direkt zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Killerbiene. Spieltag 8. Greninja gegen Egikario. Wie könnte ich besonders diesen Moment vergessen? Für beide Teams war es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, besonders um in die Playoffs zu kommen. Nur rechnete Grippin nicht damit, dass Bunnelby ihn so krass einen Strich durch die Rechnung machen würde. Aber kurz früher reingenommen, dann hätten wir es vielleicht noch geschafft, ne? Der vierte Kill auf Bunnelby, trotz Anti-Käferbeere. Und wir schaffen es tatsächlich, 6-0 zu gewinnen. Platz Nummer 4. Crit-Gott Libalo. Spieltag 4. Coca-Cola gegen Krikasaurus. Für DJ und seinen Pokémon war dieser Spieltag wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ich meine, nach 3 Niederlagen und keinen Sieg will man natürlich auch irgendwann Punkte auf seiner Seite sehen. Das dachte sich Libalo auch, welcher zum Ende hin 2 spielentscheidende Crits hinlegte und damit das Game für DJ sogar gewann. Platz Nummer 3. Über 100 Runden keinen Kill. Spieltag 8. Psychedelic Psychos gegen Schnupfen ist da. Ach, Spieltag 8 war schon besonders. In manchen Fällen jedoch besonders lang. Denn hier kam es über 130 Turns zu keinem einzigen Kill. Erst nachdem Xatu in Runde 131 mit einem Heatwave das Durant rausnahm, kam das Match ins Laufen. Und nach 171 Turns konnten beide Teams sich freuen, dass sie das wahrscheinlich längste Match der TPL gespielt haben. Fuck Heatwave. Okay, das killt es nicht. Triff. Ja! Oh, wenigstens das. Eins. Okay. Und jetzt drück mal Heatwave weiter. Doch. Ja. Das ist ja dann egal. So. Jetzt drück mal Heatwave. Hacken vielleicht den Burn. Nice. Xatu der Ehrenmann. Drücken weiter Heatwave. Und Xatu hat Kills. Wie findest du das? Sehr nice. Mehr Kills als Nibuna an diesem Spieltag. Und ja, aber auch Nibuna war ja gar nicht mit, aber okay. Okay, nice. Wir haben gewonnen. Endlich. Oh Mann. Ey, was ist denn das wieder für ein Kampf gewesen? What the fuck? Okay. Platz Nummer 2. Dehornios steinharter Wille. Spieltag 9. Greninja gegen Nice Pixie. Ach, unsere liebe Mizzet. Ich persönlich liebe sie. Sie hat nicht umsonst die meisten Kills unseres Teams. Jedoch manchmal übertreibt sie es. Denn irgendwie wollte sie wohl auch noch das Herz von Robin gewinnen. Oder wie erklärt ihr mir das? Denn nachdem es das Pantinarage rausnahm und ein Energieball von Sonarion tankte und es auch dadurch rausnahm, überlebte es erstmal ein Draco von Viscagon. Wo ich mir erstmal nur dachte, ja, warum nicht? Doch aufgepasst. Es entschied sich dazu, in der nächsten Attacke einfach mal auszuweichen oder so und konnte damit das Viscagon killen. Zu guter Letzt musste auch noch das Pixie dran glauben und es schaffte es in einem Spieltag einfach so 4 Kills zu kriegen. Ja. Also wir könnten jetzt halt auch. Nee, warte. Wir drücken. 3 Kids! Das ist jetzt so unlucky, oh mein Gott, die tun mir so leid. Nee, vergiss das, was ich gesagt habe. Das schneidest du raus. Okay, ich. Das piepst du. Ja, ich piep das. Okay, die wollen irgendwas hochheilen. Die haben Wish gedrückt. Ja. 4 Kids! Vier geht's! Platz Nummer 1. Die Wand namens Potrot. Spieltag 4. Schnupfen ist da gegen Egikario. Auch in diesem Fall gab es ein Team, welches ihren ersten Sieg haben wollte. Und das taten sie nämlich auch mit einem Panzerbruch Potrot. Nur anders. So
Durch eine Fähigkeit von Potrott wurden nämlich die Stats, die geboostet werden sollten, gesunken und die Stats, die sinken sollten, sind gestiegen. Dadurch kam es dann dazu, dass es sich gegen ein Terrakium hochboosten konnte, da dieses öfters mal einen Stone Edge verfehlt hat. Und genau durch dieses Potrott gewann sie diesen Spieltag und kriegen den ersten Platz für den Kampf, der mir am meisten im Kopf blieb. Ein kleines, aber feines Video, welches ich einfach mal machen wollte. Vielleicht kann man es noch mit anderen Sachen machen. Vielleicht auch nochmal mit weiteren 5 Kämpfen. Wenn ihr noch welche habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann beim nächsten Spieltag der TPL. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, ein Abo da lassen. Guckt auf jeden Fall bei den Leuten in der Videobeschreibung vorbei, besonders auch bei TireT, von dem ich einen Videoausschnitt benutzen durfte. Danke dir nochmal. Und ja, bis dann. Tschüss.